Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurer Chaotentruppe von YouTube mal wieder. Heute mit einem für uns alle neuen Spiel, Secret Neighbor. Gerade in der Free Week auf Steam und wir dachten uns alle klar, das probieren wir mal aus. Mit dabei sind der Thompson XDF, der Freak of Mine und der Huffen bzw. Jonas vom Kanal Future Gaming. Ja. Servus. Hallihallo. So, und ihr seht hier rechts schon, ne, Spielernamen ein. Wir haben 4 Schlösser eingestellt, 15 Minuten erstmal mit Schlüsselkarten. Wir haben ehrlich gesagt keinen Dunst, was das alles heißt. Wir probieren es mal aus. Wir haben mal eine Testrunde gespielt, da hat der Nachbar alle geschnappt. Ja, leider. Und keiner weiß warum. Aber wir sehen zu, dass es in der jetzigen Runde besser läuft. Ne, ja. Genau. Und ganz wichtig, die Ansichten der anderen findet ihr jeweils auf deren YouTube-Kanälen. Die Links sind unten in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr den Nachbarn verfolgen wollt, dann müsst ihr euch bei den anderen das Video angucken, was ihr sowieso machen solltet. Sehr Punkt. Genau. Definitiv. So, in diesem Sinne, und natürlich alle abonnieren. Starten. 2, 1, Risiko. Risiko? Ab ins Vergnügen. Da, ich fürchte mich jetzt schon. Ich bin Kind. So, ich auch. Kiste nehmen. Wer will aufs Maul? So. Also. Geht ihr damit los? Oder fragen wir mal anders. Gibt's doch andere Eingänge? Nee, ne? Nee, ich will nicht meine Tasche beschmeißen. Ich kann Fenster kaputt schlagen, wenn sie nicht vergittert sind, glaube ich. Echt? Oh, na gut, das war jetzt nicht ein. Das habe ich gerade eben zufällig gesehen. Oh, shit. Ich hab meine Taschenlampe weggeworfen. Speedrunner ist auch noch ein Spiel, das man das spielt. Hey, was ist denn hier los? Leute, der ist umgefallen. Ich hab den mit der Kiste beworfen. Ich dachte, ja, es gibt Lebensdinger. Ah, gut. Alter. So. Krass, okay. Ja, wie gesagt, ich hab ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wer ihr alle seid. Ich bin irgendwie der Erfinder, scheiß Zahnräder, nehme ich gerne. Hier. Also hier auch. Da. Ich hoffe mal, der Toms ist es nicht wieder. Da ist ein Zahnrad. Ich vertraue dir nicht, Jonas. Warum? Ich mach gar nichts. Du hast mich schon wieder beschäftigt in der letzten Folge. Was heißt Folge wie beim letzten Mal? Ich hab Angst. Ich möchte eigentlich gar nicht bei euch sein. Ich hatte gerade eben in dem Tutorial noch irgendwie gesehen, dass man wohl noch irgendwie erst eine Maschine aktivieren muss, bevor man sich zum Neighbor machen kann. Lol, ich kann irgendein Ding werfen. Ich werf mal Schule ab. Was jetzt? Ich hab Schule abgeworfen. Alter, was ist denn das Geiles? Ich hab ein Radar. Ja, also, wer auch immer Nachbar ist, ne? Bitte. Kümmert euch um Jonas. Hey, nein. Alter, was knallt hier so? Wo ist meine Taschenlampe, verdammt? Er macht hier hinten. Verpisst euch. Jetzt sind hier alle. Ja, gut, ich bin weg. Tschüss. Was hast du mit der Milch vor? Das fände ich jetzt nicht so prickelnd. Warum? Wo bist du? Hilfe. Wieso folgst du mir? Ich folg dir gar nicht. Ich hab Angst. Du hast gesagt, du bist hinter mir. Das ist jetzt schon wieder. Ja, ich bin hinter dir. Also Leute, wenn ich gleich tot bin, ihr wisst, Freak of Mines ist es, ne? Ja. Genau. Das sagen sie alle. Perfekt von mir. Hier ist eine Schlüsselkarte Stufe 1. Komm her, ich werf dich mit dem Stuhl ab. Jetzt kriegst du erstmal einen Snickers zurück. Aua! Ah, er ist in Eimer, Hilfe! Jungs, hilf mir! Was muss ich jetzt machen? Wo? Hallo, ist noch jemand da? Ja. Die anderen zwei? Einer hat's dahin gerafft. Der andere will uns dahin raffen, im Zweifelsfall. Ich weiß nicht, wem ich hier vertrauen kann. Ah! Hä? Was? Hilfe! Verdammt nochmal! Nimm das! Okay, damit ist schon mal geklärt, wer der Neighbor ist. Yep. Ich denke, das war ja vorher schon fast. Was soll denn sonst sein? Neighbor. Kacke, ich komme hier gerade nicht weiter. Was sind denn hier Schlüssel oder so eine Kacke? Warst du nicht gerade? Aua! Aua! Haha. Wie kann ich dich denn... Nein, ich hab keine Muni mehr! Hilfe! Yes.
Ich brauche Munition. Wo bist du? Oder ihr? Ich dachte hier irgendwo beim Neighbor unter dir. Ah, da. Okay, wo ist er? Hinter mir. War er. Na, machen wir mal ein Damischen. Was? Was? Da bin ich. Die Nutte, wo kommt der denn her? Hilfe. Hui. Da. Das war aber auch ganz schön zu... Leute, bin ich jetzt... Ach so, dieser scheiß Kleber hier. Nein. Ganz schlecht. Jetzt kann ich das nicht machen hier. Aha, okay, jetzt habe ich ein Foto bekommen. Muss ich ihn erst aktivieren, interessant. Wovon hast du ein Foto? Weißt du, wo der Schlüssel ist? Hilfst du mir bei den Schlüssel? Von dir in Unterwäsche. Das willst du, glaube ich, nicht sehen. Also, das ist zwar... jetzt weiß ich, was du für eine Art von Nachbar bist. So ein Böser. Dann ein ganz lieber bin ich. Hast du bestimmt auch immer Süßigkeiten dabei, oder? Für dich doch immer. Möchtest du welche haben? Nee. Nicht von dir. So. Finde ich jetzt prinzipiell nicht schön. Ich würde dir gerne Süßigkeiten geben. Wirklich. Ich will aber keine Süßigkeiten, also nicht von dir. Warum willst du da keine Süßigkeiten haben? Weil... Nein, also meine Eltern haben mir gesagt, Süßigkeiten sind nicht gut. Doch, doch. Die sollen wir lieber nicht essen. Vertrau mir, Süßigkeiten sind ganz toll. Und gesund für dich. Nein. Man soll sich auch nicht im Kühlschrank verstecken, das weißt du, ne? Versteck mich doch auch nicht in einem Kühlschrank. Naja. So, komm ich eigentlich durch alle Türen durch? Ja, ne? Ist ja schon doch ein bisschen interessant. Ja, okay, das ist jetzt ärgerlich gelaufen. Eieiei, was ist denn das hier? Das habe ich so aber nicht eingerichtet. Was? Das Zimmer hier, das gefällt mir nicht. Das hat wer anders für mich eingerichtet. Dann hättest du es mal so einrichten sollen, wie du es... Ja, wenn ich dir Süßigkeiten gegeben habe, habe ich ja dann auch gleich Zeit dafür. Noch sind meine Hände voll. Ach, was machst du denn hier? Was machst du denn da? Dich fang! Wieso? Warum bist du mit meinem Nick rumgerannt? Weiß ich. Achso, das ist die Fähigkeit gewesen. Ich frag mich, warum ich keine Fähigkeiten habe. Aber schön, dass ich dich für eine Sekunde verwirren konnte. Mag dich nicht. Au. Warum nicht? Hörst du auf mit deinen Kisten? Nein! Jetzt lass dich doch endlich fangen! Na toll. Nein! Zick, zack, zick, zack, zick, zack. Schwachsinn. Ich renne jetzt hier draußen rum, bis die Zeit abgelaufen ist. Ja, dann hab ich aber doch, glaube ich, gewonnen, oder? Keine Ahnung. Hast du fall doch auf? Endlich mal hin! Ist doch lächerlich! Wie viele Kisten willst du noch an den Kopf kriegen? Jetzt bleib doch stehen, Kind! So, jetzt hab ich dich! Endlich! Ja, toll! Verdammt! Alter, warum hab ich nur Pech, Leute? Ich hab keinen Bock auf das Game! Ich hab schon erst gefressen! Ja, du bist ja auch hinterhergelaufen! Ja, Mann, was weiß ich wissen, dass du das warst? Ja, weiß ich, hätte mich nicht. Ich wäre ganz, ganz weit weg von dir gegangen. Ganz weit weg. Von jedem. Ach. Schön, deswegen, ich. Aber ja? Das mit dem Name-Tag verwirren ist extremst nice. Yep. Ich dachte vorhin auch, als ich zuglaube, ich denke so: Hä? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß-Bug? Ich dachte auch, nee, ich hab nicht gedacht, was das für ein Bug. Ich dachte, ich guck den Thompson zu, aber dachte so, warum redet der Thompson denn über ein Bild, was der gar nicht hat? Und warum hat der einen Apfel in der Hand? Weil ihr wart. Ich dachte so, warum. Und warum gibt's den zweimal? Ich war komplett verwirrt. Okay, ich wusste nicht mal, was ich da gemacht habe, muss ich zugeben. Ne? Bis Thompson gesagt hat, warum rennst du so rum wie ich? Habe ich nicht gewusst, was ich da. Das ist eine Fähigkeit. Ich weiß nicht. Ich genau. Weiß.
Ich habe die einfach gedrückt, weil ich konnte keine. Ich dachte, ich konnte eine Falle legen. Konnte ich nicht. Weiß nicht, warum nicht. Und ich habe die ultimative oder die Fähigkeit, dass ich kurzzeitig unverwundbar bin. Konnte ich auch nicht machen. Meine ich zumindest. Und ich weiß auch nicht, warum. Deswegen habe ich irgendwann Q gedrückt. Dann hat er sich zurückverwandelt. Dachte ich, ah, guck mal, das ist eine andere Taste dafür, dass ich mich zum Kind wieder mache. Ja, vor allem das Lustigste war einfach, wie ich einfach den Stuhl nehmen wollte und auf dich schmeißen will. Auf einmal kommt da ein Nachbar aus dem raus. Ach Mann. Ach, schön. Das hat mich doch gefreut. Nee, mich nicht. Ich wurde schon wieder gefressen. Nee, eher nicht. Na gut, damit sind wir am Ende der Folge angekommen, würde ich sagen. Ne, das erste Mal Secret Neighbor. Mal gucken. Eventuell machen wir noch ein, zwei Folgen. Entscheiden wir, glaube ich, gleich spontan. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, ihr kennt das Spielchen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut bei den anderen auf den Kanälen vorbei. Die Links findet ihr, wie gesagt, jeweils unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Schulle. Tschüss. Ciao. Tschüss.